Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Escape 3, mittlerweile Folge Nummer 8, wenn ich mich nicht täusche. Escape 2, nicht 3. Meine ich ja, Escape 2, Folge Nummer 8 ist trotzdem richtig, oder? Ja. Ja, irgendwie so. Discord ist rausgehauen, vermute ich mal. Es ist jetzt rausgehauen. Und wir betreten den Server in 3, 2, 1, go! Nice. Wir sind Hi. Schon nett. Hi. Also wir gehen jetzt in die Oberfläche, sagst du? Ich weiß nicht, also ich habe so ein bisschen gedacht, dass ich an die Oberfläche gehe. Also ich zumindest, was du machst, ja, kannst vielleicht. Ja, würde ich auch sagen. Machen. Sonne geht gerade unter. Das ist natürlich geil. Ich würde sagen, dass wir dann erstmal wieder reingehen. Ja, ich hatte eh vor, diese Folge zu meinen, das weiß man ja. Ich mach das mal mit hier, mit diesem Material zu, dann denkt man eh nicht, dass wir hier wären. An die Sicht. Ja, das stimmt auch wieder. Das sieht man ja, das ist ja natürlich quasi das Material. So. Was, ein natürliches Material? Wo gibt's denn sowas? Über Roller. Oh Gott. So, was passiert eigentlich? Lol, ich lieg im Bett. Gut. Hä, was hast du getan? Du hast irgendwas rausgenommen. Nee, ja, Kohle. Kohle. Kohle, 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 Kohle. Weil ich brauche Fackel. So, ich würde sagen, ja, ich bin vorbereitet. Ich habe 3 Pickaxe dabei. Leder tue ich noch da rein. Oh, go to the underground. So, ich habe alles. Ja, Pickaxe, Fackel, 20 Stück. Ich mache mir noch ein paar mehr. So. Oh, mir fällt gerade auf, die ganze Zeit habe ich Neuland mit kleinem N geschrieben. Das, Und jetzt habe ich bei Folge 8 halt geschrieben mit großem N. Das ist vermutlich jetzt nicht weiter tragisch. Tragisch. Was würdest du sagen, wenn ich gleich mit einem weiteren Ding jetzt ankommen würde? Penis? Nein. Monster Spawner. Weiß nicht, ob wir den jetzt noch bräuchten. Weil theoretisch, wenn wir Erfahrung sammeln wollen, dann wird auch schon der eine reichen. Einfach die Fackeln absetzen. Spinnenspawner ist ja sogar perfekt, weil der ist ja nicht wirklich gefährlich. Nee, das stimmt sogar. Also das ist halt eigentlich wirklich so eine der... Also Skelettspawner wäre noch besser gewesen, glaube ich. Weil auf die Entfernung machen... Wegen Pfeile. Wegen Pfeile, genau. Und auf die Entfernung sind die Dinger ja auch nicht gefährlich. Ne, das stimmt. Aber Spinnenspawner ist schon so das Zweitbeste, weil Fäden sind natürlich auch gut. Ja, das stimmt natürlich. Auf jeden Fall habe ich aber, glaube ich, einen Lavasee gefunden, der direkt vor meiner Nase liegt. Ja, ich höre immer Lava und normales Wasser. Das heißt, er ist vermutlich auch noch irgendwo Obsidian. Und ich höre irgendwelche Mobs, die Schäden kriegen. Ja, ich weiß nicht, was mit denen geschehen ist. Das kann ich dir auch nicht sagen. Ja, ich auch nicht. Sind wir uns ja zumindest einig. Ja. Und jetzt nehmen wir die Fistel aus dem Mund, weil man versteht die sonst nicht. Mm. So, was habe ich hier nochmal Gold? Mit Gold habe ich es zurzeit. Ich hätte zwar lieber Dias, aber Gold ist halt nicht schlecht. Hm? Hast du Dias gefunden? Hallo, Nana? Das sieht mir sehr stark nach... Nice! Nach Schlucht. Oh! Schlucht musst du bedenken, wir sind ja in der Nähe von Gix. Ne? War ja immer. Das ist vermutlich die Schlucht, in der Gix... vielleicht auch drin war. Vielleicht. Gix und dieser 800, A600 oder wie das heißt, dieser Typ. Er heißt A600X. Ja, genau. Und ich muss noch mal hoch. Ich brauche. Aber, ne? Nicht gefährlich in die Schlucht reingehen, aber vorsichtig. Ja, ich will einen auf sicher machen und.
aufpassen. Immer auch schön alles ausleuchten. Ich nehme mittlerweile die Kohle gar nicht mehr mit, weil wir haben so viel Kohle. Gibt Level. Ja, aber zu wenig, als dass mir die Zeit es wert ist. Ja gut, ich bin ja jetzt schon auf 8 Level. Nice. 2. 3. 4. 5. Ah, ja. 5 Dias. Geht doch. So, hast du zufällig nochmal Holz? Ja. Müsstest du aber ganz zu mir nach unten kommen, glaube ich. Ich glaube, da ist es bei dir wirklich sinnvoller, wenn du in den Wald gehst und Holz sammelst. Wenn Tag ist. Wenn Nacht ist, dann komm lieber zu mir runter. Ist aktuell Nacht. Ist Nacht, ja, dann komm lieber zu mir runter. Ey, wenn es so weitergeht, ne, baue ich hier wirklich bald ein Haus. Ganz ehrlich, ne, ist ja kein Problem. Ne, können wir ja machen. Nachdem es kein Blutrausch gibt, müssten wir eigentlich so ganz provokant am Spawn machen. Ich wüsste eh gerne, wie der Spawn zurzeit so aussieht. Das ist ja, in so jedem Varro-Projekt sieht der ja irgendwann verschandelt aus. Ein Kampf hat da ja sogar schon stattgefunden. Weißt du übrigens, was in den Truhen drin war? Na? Da war Laub drin. Also gar nichts Wichtiges. Wow. Da war einfach Trollolol-Laub drin. Richtig hart. Ja, es ist total sinnvoll. Oh, EDH ist live. Na, na dann. Ja, das ist ein Eurotruck-Simulator-Streamer, den ich seit geraumer Zeit jetzt gucke. Okay. Der Kerl ist 55. Oh. Und geht Hammer ab. Ja, Alter heißt bei sowas nix, ne? Ja, mein Gott. Nee, das ist es ja. Hier, kennst du diesen... Ach, wie heißt der? Der hat aufgehört, weil er depressiv irgendwie durch YouTube geworden ist. Wie heißt der denn nochmal? Ich hab keine Ahnung. Ja, das war ein YouTuber, der ist irgendwie... der hat auch Eurotruck und alle möglichen Simulatoren und so gemacht. Mhm. Der ist halt irgendwann depressiv geworden, weil... der hat halt für sich gesagt, der macht YouTube als Vollzeitjob, so. Ist ja prinzipiell kein Problem, hatte da irgendwie schon 20.000 Abonnenten oder so und ich glaube, bei der Größe kann man das dann so langsam für sich sagen, wenn man das machen will. Ja, würde ich auch sagen. Und dann hat er halt so einen, ich sag mal, Spendenlink bei sich auf YouTube eingeführt, wo man ihn halt quasi, ja, Geld spenden kann. Und dafür wird er halt tot gehatet, weil das so der erste überhaupt war, der das gemacht hat. Ja, und dann ist er depressiv geworden. Und das ist halt auch, er ist auch irgendwie, glaube ich, 40, 45 oder so. Das ist halt ein super Kerl. Ach, ich weiß, wen du meinst. Ja, ja. Harald Fränkel. Ja, genau. Fränkel frotzelt oder so heißt der Kanal, ja. Genau. Richtig. Genau. Alter, das ist ein super Kerl, finde ich. Er ist so ein ganz netter. Ja. Ich habe ihn auf der Gamescom vor 3 oder 4 Jahren, habe ich ihn ja auch mal kennenlernen dürfen. Mhm. Und der. Er war ja damals bei der GameStar. Ja. Und ist trotz alledem eigentlich ein ganz netter. Ja, absolut, absolut. Also der ist super. Vor allem, ja, eine Zeit lang haben ja seine Mods ja den Kanal dann ja weiterlaufen lassen. Ja, genau. Wovon ich einen auch kenne. Okay. Viele Grüße gehen raus an Kepo. Auch wenn er meine Folgen wahrscheinlich nie sehen wird. Und du machst einen Abgang. Du machst dich mal ganz schön vom Abgang hier schnell. Was redest du? Skelett. Ach so. Bist du draußen? Nee. Unten. Ach, in der Schlucht. Lobby. Ja. Ah, okay. Ich habe jetzt sehr viel Kies gefunden. Oh. Kann ich nichts mit anfangen? In Modpacks ist Kies deutlich sinnvoller.
Ja, weil du daraus ja Claim hier Crowd machst. Alles Mögliche. Halt je nach Mod, ne? Aber halt im Standard Minecraft ist es halt ja komplett sinnlos. Außer für Feuerzeuge. Das stimmt natürlich. Müssten wir auch noch machen. Das ist ja auch noch so ein Teil, der immer bei PvP vielleicht ganz TNT halt, ne, und so. TNT und halt, wenn wir keinen Fire-Aspekt haben, dann kann man auch Leute anzünden, wenn man schnell ist. Zumindest. Ja, ich bin nicht so schnell. Ja. So. Fränkelfrotzel, der Typ. Na, guck mal, haben wir gleich noch einen Titel? Stimmt, irgendwie Passt Fränkel doch alles. frotzelt ist wieder zurück. Na komm, nicht so provokant. Doch, na, aber hallo. Clickbait. Ja, Wir haben gut. doch kein Geld. CPM ist runter. Eigentlich ist sie gerade auf dem höchsten Stand des Jahres, aber Bei uns ist sie eigentlich so weit unten, dass sie schon nach Spenden bettelt. ja, gut. Ach ja. So. Ich habe jetzt eigentlich wirklich 10 Minuten in dieser Folge nichts gemacht, außer Stripmine. Tito. Ich habe so viel gestripmined, da bin ich. Bin fast schon ausgezogen vor der Facecam. Gott. Scheiße. Ja. Ich frage mich gerade eine Sache. Warum? Ja, denke ich mir auch gerade. Ich finde, unsere Zuschauer sollten für jede Erzader, die wir finden, sollten ja einen kurzen trinken. Jetzt gerade zum Beispiel habe ich wieder eine Goldader gefunden. Gibt es einen kurzen? Wäre das nicht was? Ich glaube nicht. Nicht, okay. Okay. Oh, ein Pfeil mehr auf der Bank. Ja, perfekt. Ja. Na, ich zitiere mal die Lochis. Ich bin blank und hab keine Kohle auf der Bank. Ja, ich schlag mich schon selber Allein durch diese dafür. Tatsache, dass du Lochis zitierst, ist halt schon. Weißt du schon, ne? Ja, ich weiß, mit meinem Leben geht's bergab. Ja, ist schon ziemlich. Wusstest du, dass die jetzt 18 sind? Oh Gott. Ja. Noch schlimmer. Es ist halt traurig. Und dann haben die so eine Party gefeiert. Ich habe diese Bilder auf Twitter gesehen. Irgendwie, die haben sich so einen privaten Club gemietet und dann natürlich, ne, ganz dezent mit Champagner gefeiert. Ja, so stellt man sich eine Party von überreichen YouTube-Kindern vor. Wobei die eigentlich gar keine Kohle haben. Also ich denke mal, das nicht, dass die pleite sind, aber die haben halt echt nicht so viel Geld wie andere. Der Größenart Art zumindest. Das ist wahr. So, ich komme mal wieder in deine Richtung, weil hier Ich ist komme dir nichts entgegen, weil mehr. 2 Minuten lohnt sich nicht mehr nach unten zu gehen, glaube ich. Jetzt muss ich kurz gucken, wo hier der Eingang ist. Da. Ach so, Halt. ach da bist du. Ach, das meinst du. So, ja, war aber produktiv, ne? Diamanten gefunden. Oh mein Gott! Was los? Da war ein Creeper in unserer Höhle und der ist explodiert. Was? Heieieiei. Ei, 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 Ah, ging meine Pulsader aber ganz na stark nach oben. ei. Heieieiei. So, Mann, warum habe ich denn so viel? Cobblestone, die brauche ich gar nicht alles. Ich mache hier mal einen Mülleimer. In einem Modpack hätte ich jetzt einen echten Mülleimer gebaut. 12 Level. Perfekt. So, ich komme nach oben. Ja, ich bin ja schon oben. Ich mach mal gerade noch mal kurz. Dann gleich die beiden Schwerter zusammenfügen. Ja, wollte ich, mache ich nämlich auch jetzt gerade, dass ich Schwerter noch kurz crafte und verzaubere.
Obwohl, nee, das geht sich mit der Zeit nicht mehr aus. Ja, aber es ist ja nicht schlimm, dann machen wir es halt nächste Folge. Ich kann jetzt hier gerade noch verzaubern, das ist ja bei mir kein Problem. Die wir natürlich im Anschluss aufnehmen. Hust, hust. Hust, hust, ja. So, ich habe direkt wieder Sharpness, also wir haben echt Sharpness-Glück. Alter. Okay, hier ist nichts. Unbreaking. So. Ja, wieder produktiv. Mhm. Muss man mal sagen. Ich fühle mich irgendwie hier produktiver als in anderen Modpacks. Es ist wirklich oder, wahr, ne? Oder allgemein in so anderen Projekten, wo wir ja bisher mitgemacht haben. Ich nehme mal die Sachen aus den Öfen. Soweit es ging. Ja. Na gut. Das war's mit dieser Folge von Let's Play Escape 2, 3, 4, 5. Ach, wir werden schon sehen. Wir werden schon sehen, welches Projekt das ist. Ja, Frenkel Frotzelt ist zurück und bis dahin, mach's gut. Tschüss. Tschüss.